Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir müssen euch leider was beichten. Die PS-Days sind schon rum, aber im Eifer des Gefechts gab es in meinem Team leider ein paar Datenlücken. Und einiges cooles, wirklich cooles Material ist von dem Wochenende abhanden gekommen, inklusive dem Anfang, unserem Stand und so weiter. Aber egal, wir müssen das jetzt nachdrehen, weil es ist noch einiges da, wo man was Cooles draus machen kann. Deswegen ist es, wie es ist. Nicht lange hinterherholen, sondern das Beste rausmachen. Ja, PS-Days standen, ich rede jetzt mal in der Vergangenheit, vor der Tür, geilste Messe, Showstrecke. Auf jeden Fall. Heimspiel, das heißt der Auf- und Abbau ist für uns natürlich deutlich entspannter. Und wie es sich für uns auch gehört, brauchen wir natürlich einen Goldbarren, weil die Showstrecke, welche dieses Jahr von der Late Night und The Voice of Race Marcel moderiert wird, braucht natürlich eine anständige Eröffnung und das machen wir standesgemäß mit dem Barren. Beziehungsweise dieses Jahr macht das standesgemäß Florian mit dem Barren, weil er nämlich dieses Fahrzeug die letzten Monate so umgebaut hat. Genau. Läuft soweit alles, passt alles? Ja, es läuft alles, funktioniert alles, passt alles, fährt alles, fehlerfrei. Sieht auf jeden Fall Affentitten geil aus. Wir haben das Ding jetzt erstmal zusammengebaut mit der alten HKS-Ansaugung. Das haben wir natürlich alles ein bisschen schwarz gemacht. Hier ist auch noch der HKS-Pilz drauf. Dann haben wir auch vorne von uns aus dem Sortiment einen Ladenkühler verbaut. Den sieht man dann gar nicht, egal wo du hinfilmst, weil der so versteckt ist. Haben die Rohre nochmal angepasst, haben das alles schön schwarz gemacht, schwarze Schläuche. Und jetzt kommt's, zieht euch das rein. Die Abdeckung war bei der Firma Lackwelt. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Wagenfarbe plus die Schrift in schwarz, glänzend. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber es sieht einfach nur zangegeil aus. Jetzt muss tatsächlich, wenn wir das nächste Mal Ventildeckel runternehmen, der muss jetzt schwarz machen. Der Ventildeckel. Der Ventildeckel. Ja, auf jeden Fall. Ne? Der Ventildeckel muss jetzt noch schwarz matt passen zu den Rohren. Dann ist das Ding on point. Perfekt. Fährt doch echt richtig gut. Macht wirklich echt Spaß. Ja, wenn du schon grinst. Dann. Also, wir wissen ja mittlerweile, wie er fährt. Er fährt, gut. Hat Saft. Hatte dann am Ende tatsächlich doch wieder fast zu wenig Saft. Also, wir mussten wieder auf unseren Trick zurückgreifen und vor Ort schnell die Bremsleitung rausnehmen und Erlüftungstippe reindrehen, dass er nur vorne bremst, weil. An der Stelle nämlich auch nochmal vielen Dank an Yokohama. Wir haben für das Event spontan über Polybauer einen Reifensponsor für hinten zu Florians Befriedigung quasi bekommen. Das habe ich auch wirklich ausgenutzt. Yokohama hat mal schnell ein paar alte Semislicks rausgehauen. Selbst das können wir euch jetzt alles nicht zeigen, weil das Material weg ist. Aber an der Stelle vielen, vielen Dank an Yokohama, dass wir ein paar Sätze Semis verbraten können. Was natürlich eigentlich nicht der richtige Reifen für Bonner war. Ja. Aber das Problem war, Bremse antippen, gleichzeitig Burnout machen, gerade mit der großen Bremse hinten, ist richtig bremseblau geworden, weil der dann doch relativ stark hinten bremst. Genau. Und dann noch die Semislicks, die eigentlich genau Rutschen vermeiden sollen. Ne? Also, aber ich habe es trotzdem, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja, waren geile Dinger dabei. Marcel war begeistert. Also Marcel hat etliche Male durchgesagt, ey, wo hat Florian auf einmal das Rumburn gelernt? nee, mir war es aber wichtig, dass Flo auf jeden Fall rumburnt, weil er hat das Auto umgebaut die letzten Wochen. Das war jetzt am Ende doch mehr Arbeit, als man denkt. Ja. Erzähl mal. Also, wir waren ja, letzter Stand war so, Auto läuft. Genau. Man dachte im ersten Moment, es passt da relativ Plug and Play rein, aber dann ging es halt ein bisschen los. Das war auch wirklich hardwaremäßig, also Motorgetriebe, Diff, Kardanwelle ist auch wirklich, tja, ich möchte mal sagen, einfacher als jeder Golfumbau. Und dann kommen dann halt so die Kleinigkeiten, die Elektrikprobleme, Drehzahlmesser geht nicht, Batterie lädt nicht, Ganganzeige geht nicht und Stromlaufpläne sind halt relativ, also kriegt man mit Sicherheit irgendwo beim Lexus Autohaus oder was weiß ich. Aber Ende vom Lied ist, japanische Foren mit einem Google-Übersetzer ins Deutsche übersetzt. und dann, findet man das dann mit Durchmessen, Durchklingeln und so weiter. Auf die herkömmliche Methode findet man das dann irgendwie irgendwann raus, wo welches Kabel denn hinkommt. Es war aber einfach nur geil, wie dieses Auto tatsächlich schon wirklich mittlerweile eine Fanbase hat, ne? Ja. Weil jedes Mal, wenn wir zurück auf den Stand waren, Haube aufgerissen, die Leute gucken hier rein und denken einfach, geil. Ja, okay, das heißt, jetzt ist soweit alles drin, funktioniert, passt, wackelt, hat Luft. Und genau. Aktuell hinten noch Seriendiff, da kommen wir in einem der nächsten Videos zu, weil das kann natürlich so nicht bleiben. Haben aber immer beide gedreht, ne? Haben immer beide gedreht, ne? Also er hat zumindest genug gesagt, dass er immer beide dreht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht tatsächlich jetzt, wo es eh abgekoppelt ist, mal ein Line-Lock einbauen. Ah ne, ist ja... Müssten wir zwei einbauen. Line-Lock heißt, dass wir die Bremse hinten auf Knopfdruck entkoppeln können. Müssten wir dann zwei sogar reinmachen, ne? Wird ein bisschen mehr Action. Weil das war schon krass, wie die Bremse hinten, weil das wird ja auch nicht besser, also es wird immer so sein, ne? Ja, die ist halt eigentlich überdimensioniert, ne? Ja. Also. Ja, wir haben auf jeden Fall ordentlich Gummi vernichtet. So, ich möchte einmal noch mal kurz anmachen. Mach mal. Oder mach du mal an. Dass wir einmal hier hören. Der Typ ist so gaga, weil er in den letzten Wochen noch nicht genug geschraubt hat. Ihm war das Auto zu leise. Er ist tatsächlich wirklich leise. Also ich verstehe, dass der Fox-Auspuff eine EG-Genehmigung hat.
weil ja, er ist wirklich leise. Also für TÜV genau das Richtige, für Messe war es halt nicht so toll. Und deswegen hat Flo sich auf dem Stand nochmal runtergelegt und hat Auspuff und Krümmer, also Hosenrohr, auseinandergezogen, ein paar Space dazwischen gemacht. Ne? Genau. Genau, also der nächste Step wird für das Auto auf jeden Fall sein, zum TÜV fahren, eintragen, so wie es hier steht, soll das alles gehen, vollkommen legal. Und dann schauen wir mal weiter. Genau. Ja, Flo, an der Stelle vielen, vielen Dank nochmal. Ich darf es. Jetzt hier die 2JZ GTE Tuning Werkstatt. Ich wünsche dir viel Spaß bei den PS Days. Das seht ihr jetzt in dem Video. Ich würde sagen, wir schalten uns wieder zurück nach Hannover und los geht's mit der Messe. Ja, das war einmal Getriebestütze, Schraube raus, deswegen ein Notlauf, weil halt alles vorne dann wackelt und so. Deswegen haben wir einmal kurz geschoben und jetzt geht's weiter. So, hier haben wir jetzt, wir müssen ja heute noch einen Satz Yokohama vernichten, weil die sehen immer noch erstaunlich gut aus. Wir haben jetzt aber mal hinten die Bremse abgekoppelt. Das heißt, ich bin jetzt mal gespannt, ob wir mit beiden Rädern drehen oder wenn wir die Bremse abkoppeln, in dem Moment nur mit einem Rad dreht, weil ein Rad ins Leere dreht. Ne? Aber ich habe ihm jetzt das Go gegeben, weil Fabian, sag ich schon, Florian liebt es einfach, Reifen zu vernichten. Der soll die Pellen jetzt mal richtig runter machen. Und jetzt wird gezündet. Jetzt ist hin. Du musst dann so ein bisschen rechts mich lotsen, ne? Ob irgendwas aneckt oder so. Ja, ja. Eine Ewigkeit später. Er raucht. Aber der Kreis war in Ordnung, ne? Der Kreis war geil. Das war eine 8. War eine 8? Ja, oder nicht? Oder habe ich das ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auch nichts gesehen. Das war Shisha, war Erlebnis, sein Vater. Oh, drückt die Karre. Ey, der drückt echt, ne? Also, das merkt man gar nicht. Läuft gut, mal raus. Ah, das bringt das so geil, ne? Ich gucke jedes Mal immer nach links. Das sagt, glaube ich, alles. Benni wieder ganz dekadent hier auf Slicks unterwegs und rennt da auch noch runter. Gestern noch auf dem Wildner und heute am Burn hier. Es klang wie 500. Nee, ist glaube ich, ist mehr. Bisschen aufgedreht, oder? Ja, ein bisschen aufgedreht. Weiß nicht, 650 oder so vielleicht. Ja, ja. Ich habe ja gesagt, so Lada ist halt immer das Richtige, ne? Da kann man, mal einmal an der Schraube drehen und schon geht's los. Genau. Klingt aber geil. Ja, danke. Klingt richtig gut. Wie ist das mit Temperatur bei den Barometer? Geht, würde ich sagen. Also, geil, ne? Relativ frei, ja, kann auch schon. Aber geil, wie Benni hier jedes Auto einfach durchmassiert. Muss. Macht ja auch Bock. So, dafür ist gebaut, oder? Fahr mal eine Runde mit dir. Mach mal. Schade, lässt ein Ziehen hier. Legen wir mal hin. Schießt so los. Aber gleich gefühlt
Bis gleich. Vielen Dank, bis später. Bis gleich. Ist ja gleich gefühlt ganz andere Liga, ne? Ja, ne? Vor allem, wie der im dritten Gang auch losmarschiert ist. Ja. Stell dir mal vor, du fährst so mal auf der Rennstrecke. Ja, ja. Da weißt du, wie das Ding gleich Meter macht. Auf jeden Fall. Also, dritter Gang mach richtig Schubbrett, ne? Aber klingt richtig geil, wie der so. Also, gefühlt ist ja wirklich auch Druck, kein Druck. Also, ja. So richtig kurz, ne? Kurzfrequenz, oder? Kommt übel früh eigentlich so, ne? Das ist halt so das richtige Track-Tool-Auto, was man braucht, ne? Auf jeden Fall. Wir werden was hier los ist. Interessant wäre jetzt mal eigentlich, was die Slicks jetzt gerade so sagen, ne? Wie heiß die sind, meinst du jetzt? Ja, mehr Temperatur. Ja, wobei andererseits, ich glaube, klar, so ein Burnout macht natürlich Temperatur. Ich glaube, so ein Slick muss man so richtig heiß fahren. Weißt du, auf der Rennstrecke. Meinst du, der wird gar nicht so? Ja, der wird, in der Oberfläche kriegt der wahrscheinlich Temperatur, aber das war's vielleicht auch, ne? Das kann sein, ja. Aber geil. Ja, freut mich, dass die Mutze so läuft hier. Ja, ich mich erst, Alter. Aber mega. Show-Strecke. Wie bei Tesla fahren? Ich glaube, wir müssen das einblenden. Ne? Nico, tschüss. Komm, einer ist hier gefilmt. Genau, wir blenden das jetzt hier genau mal ein. man muss einfach sagen, Messe ist ja schon immer geil, aber wenn man die Autos einfach so ein bisschen bewegt sieht, ein bisschen Sound hört, ein bisschen Emotion, ist immer gleich ganz andere Liga. Also, ich bin gespannt. Das war Tag 1. Jetzt gibt es noch einen Samstag und einen Sonntag. Das wird richtig gut. Also, die Strecke wird hier richtig zugepflastert. Die hat auch erstaunlich viel Glück. Irgendwann später. So, ihr seht, ich bin ausgeschlafen. Sonntag, letzter Tag. Es gab eine Party gestern Abend, die PS-Night. War einfach nur geil. War wirklich voll. Das Beste an der Party war wirklich, ich stand am Ende so ein bisschen am Ausgang und die Leute grinsend, wie sie runtergekommen sind. Es hatten alle wirklich einen geilen Abend. Es war einfach perfekt. Aber wir sind ja auf PS-Days. Es gibt hier auch den Elite-Circle, den Sven Schulz wieder organisiert hat. Und letztes Jahr, ehrlich gesagt, habe ich komplett vergessen, euch die ganzen Autos hier zu zeigen, weil einfach so ein Stress da war. Heute habe ich mir wirklich vorgenommen, am letzten Tag, Sonntag, gucken wir uns einfach noch ein bisschen Autos an, weil hier stehen wirklich die besten 200-300 Autos, die man in Deutschland so findet. Deswegen, wir gehen einfach ein bisschen rum und gucken mal, was wir so finden. Was auf jeden Fall schon mal geil ist, wenn man hier so in die Halle reinguckt, was hier so an Aufwand betrieben wurde, um halt die Autos auch geil zu präsentieren. Also nicht nur die einzelnen Flächen für die Autos, sondern auch ein bisschen Licht reingestellt. Kemmer macht wieder Musik und Wein. Ich glaube, gerade wenn es dunkel wird, ist das auch richtig geil gewesen mit dem Licht hier. Hier haben wir auf jeden Fall mal was ganz Wildes. Da muss man erstmal wirken lassen. Auf jeden Fall Benz in Breit. So ein bisschen ZV-Verschluss mit Flamingo drauf, aber als Druckteil. Also natürlich nur Optik, ne? Aber witziges Konzept, weil das ist halt auch ein ganz anderes Tuning, als man das so kennt. Also klar, das wird natürlich kein Straßenauto mehr sein, ne? Mit den schwarz folierten Scheinwerfern. Aber da sieht man mal so ein bisschen, was man optisch an so einem Auto dann doch am Ende machen kann. Ja, hier haben wir auf jeden Fall mal so Tuning, wie es früher war. Zu den Zeiten, wo ich angefangen habe. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das waren halt wirklich noch so ein bisschen so diese Show-and-Shine-Zeiten, wo man wirklich alles zugecleant hat, alles glatt gemacht hat, alles lackiert hat, maximal viel versteckt hat.
dass der Motorraum innen einfach clean ist. Ne? Bin mal gespannt. Ich glaube, ich habe irgendwie so ein bisschen ein Gefühl, das könnte tatsächlich wiederkommen. Sowas in der Richtung. Oh, jawohl, hier. Ah, okay. Das ist hier, ich wollte gerade sagen, es ist ja, ob der so auch rumfährt, aber das ist jetzt natürlich nur für die Messe ein kleines Gimmick. Ne? Ein kleinen LED-Stripe an den Spoiler gemacht. Aber ich wollte eigentlich nach da hinten. Wir müssen mal da hinten mal einmal rüber. So, hier auf jeden Fall auch eins meiner Favoriten. Benz E190. Irgendwie finde ich die Farbe cool. Immer wieder geil, wenn so ein Auto so flach ist, wirkt das ganze Auto ganz anders. Weil früher waren halt einfach die Zeiten, da ist man die Autos so auf der Straße noch gefahren. Heutzutage sind die Autos einfach generell wieder 5-8 cm höher. Und das macht gleich den riesen Unterschied aus. Ich habe ja schon das eine oder andere Mal gesagt, Evo 1, E190 ist eigentlich nicht so meins. Weil ich zur Sekunde gar nicht sicher bin, das müsste eigentlich Evo 2 sein. Evo 2, ne? Naja, ich sage ja, ist nicht ganz so meins, aber das ist auf jeden Fall Evo 2. Evo 2. Ich mag es zum Beispiel in Schwarz nicht so, aber in der Farbe wiederum finde ich es ganz cool eigentlich. Da finde ich, passt das Bodykit dann da so ein bisschen ran. Golf 1. Guck mal, das ist einer der ersten. Da hatte ich auch mal einen von. Es gab Golf 1 nämlich tatsächlich ohne Kopfstützen mit diesen... Wie nennt man sie? Ich will jetzt nicht sagen Integralsitze, aber auf jeden Fall da, wo die Kopfstütze drin integriert ist. Und dann klassisch halt mit einer verstellbaren Kopfstütze. Ne? Das müsste irgendwie so 75 sein. Genau, der hat auch noch hier dieses Schwalbenschwanzheck. Das hatten die allerersten davon. Geile Farbe, Alter. Ich habe ja auch noch meinen Golf 1 stehen. Das ist leider ein 83er Pirelli GT. Was heißt leider? Eigentlich geiles Modell. Aktuell ist nur für mich so, wenn ich nochmal gerne einen Golf 1 aufbauen würde, mag ich so diesen alten Style lieber. Ich weiß noch, als ich mit Tuning angefangen habe, gab es immer zwei Lager beim Golf 1. Entweder Chromstoßstangen und alles alt oder eher einen 83er nehmen und den so ein bisschen tuningmäßig zurecht machen. Weiß ich nicht, aber genau so wie er hier steht, finde ich das aktuell geil. Dann vorne unter der Haube halt ein bisschen Bums. Das heißt, der klassische 16V, da würde ich mittlerweile den originalen 8V einfach drin lassen. Da stehen leider die Weber nach hinten. Aber hier 16V Weber. Also, wenn es gut gemacht ist, stehen hier auch ratzfatz 200 PS. Und das ist natürlich schon geil in so einem Auto. Ah, und hier sieht man auch mal gut. Hier, Nico, film mir mal rein. Das waren meine Anfangs-Tuning-Zeiten. Man musste, wenn man die Autos so tief haben wollte, musste man den Rahmen schneiden, da wo die Antriebswelle reingeht. Genau hier. Das sieht man bei dem jetzt gerade gut. Das war die allererste Schweißnaht, die ich in meinem Leben geschweißt habe. Haben wir beim Golf 1 auf der Hebebühne einen U eingeschweißt. Allerdings damals auf der Beifahrerseite, weil die hat als erstes Ärger gemacht. Auf der Seite brauchten wir das immer gar nicht, weil so tief waren die Autos dann auch nicht. Aber geiler Einser. Kleine Ergänzung zum Thema Cleaning. Guckt euch mal an, der Kühlmittel-Ausgleichsbehälter ist in der Domschräbe drin. Da rechts ist der Deckel und hier ist der Schlauch, der dann zum Motor geht. Und das war halt damals so dieses Individual-Tuning, wo sich jeder immer Gedanken gemacht hat, wie kann ich etwas umbauen, dass es halt am Ende noch cleaner ist. Ne? Porsche 924. Wo Sven immer diese ganzen Autos herholt, stelle ich mir die Frage. Ne? Weil das ist ja wirklich, also ich glaube wirklich jetzt mal ernsthaft, als Zuschauer kommst du hier in die Halle rein. Also jetzt nicht jemand, der in der Tuning-Szene ist, sondern einfach nur, ich mache jetzt Familienausflug mit meinen Kindern sonntags in Hannover. Die Vielfalt der Autos ist echt krass, das muss ich schon sagen. Weil wo sieht man mal so einen 924, der so zurechtgemacht ist? Distanzscheiben hat er, ne? Das sind ja so die 80er Platten hinter. Der geht auch, Alter. Hatte ich aber tatsächlich auch mal. Der kleine Polo-Motor, Ansaugung nach hinten, wie beim 8V im Golf 1 auch wäre. Das heißt, die Vergaser sitzt nach hinten. Und weil der so eng zur Spritzwand ist, gab es damals so Gusstrichter, dass die quasi nach oben ansaugen, ne? Geil. Ja, das ist richtig klassisch hier. Also jeder, der denkt, der Abarth wäre schon klein, ne? Also der wird sofort kippen auf jeden Fall. Krass, Alter. Wir haben ja über so einen schon mal berichtet. Aber der ist natürlich mal richtig wild umgebaut. Vor allen Dingen, hey, hier ist hinten ein Fiat Uno Turbomotor drin. Das ist natürlich mal ganz wild umgebaut. Also die Autos haben ja eh immer den Motor hinten, aber mit so einem Fiat Uno Turbomotor ist das natürlich mal eine ganz wilde Nummer hier. Aber ganz geil eigentlich, so ein bisschen so einen eigenen Stil entwickelt. Mit den Lufteinlässen, hier so ein bisschen Rallye-mäßig und halt am Ende extra, extra flach. Aber wird auf jeden Fall Spaß machen, das Ding. Falls er für eine Arbeit nochmal einen neuen Spoiler suchen, ne? Hier haben wir einen. Alter, wie viel... Also das, was ihr hier seht, ist auf jeden Fall wirklich mal echtes, klassisches... Tuning. Alter, was in das Auto an Zeit und Aufwand gegangen ist, ne? Dafür, dass das Auto einfach ein reines Showcar ist. Aber an dem ganzen Ding ist ja
gar nichts mehr original. Allein schon auch, dass die Tür so rum aufgeht, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Nochmal kurz in die Nähmaschine reingestellt hier. Alter, aber guck mal hier, selbst die Kühlwasserschläuche in Leder eingepackt. Mehr Show geht nicht. Krasses Ding, Alter. Ja, nee, das ist so richtig Show und Shine hier. Wahnsinn, was manche Leute einfach an Leidenschaft in ihr Auto bringen. Vor allem hier stehen auch Autos rum, die habe ich mein ganzes Leben noch nie gesehen. Keine Ahnung, was das ist, Alter. Ist auf jeden Fall ein Corvette-Motor drin, LS3-Motor. Ich würde sogar sagen, mit Lachgas hier, wenn ich das richtig sehe. Aber keine Ahnung, Alter. Gab es irgendwie von der Corvette? Ja, wir müssen das mal recherchieren, was das für ein Auto ist und blenden das ein. Aber ich weiß nicht, ob es so eine Corvette als Kombi damals gab oder was das sein soll. Sieht auf jeden Fall wild aus. Ah, hier Opel. Ja, das ist halt so diese alte Opel-Szene, die leider vor mir war. Aber für die Jüngeren unter euch, Opel war halt das Auto zum Ballern damals. Ne? Diese C-Coupés und die C-Limos zu diesen Bergcup-Zeiten war halt einfach Master-Dinge. Heckantrieb, so ein Auto hatte immer ratzfatz 200 PS, wog aber nur 800 Kilo. Ne? Deswegen, das war damals die Szene, eigentlich wollte jeder einen Opel fahren. Ich meine, ihr kennt das ja von Manta Manta. Ich finde ehrlich gesagt die Mischung ganz geil. Altes Auto und dann so neue moderne Carbon-Teile. Finde ich bei dem irgendwie geil und passend, ehrlich gesagt. Letztes Jahr am Wörthersee, ihr erinnert euch vielleicht, Lownetics. Ja, Lownetics bekommt scheinbar Konkurrenz hier. Ihr erinnert euch, wir sind ja am Wörthersee mit der Lownetics Limo einmal kutschiert worden. Und das ist natürlich auch eine wilde Nummer hier. Vor allen Dingen, ich finde, das sieht immer so krass aus mit drei Sitzreihen. Ne? Eins, zwei, drei. Also alle in Fahrtrichtung. Irgendwie geil, Alter. So ein Baujahr mit einem 6,3er Motor vorne. Das wäre nochmal was. Aber auch, guck mal, hier auch schon, ich weiß nicht, ob hier vielleicht auch schon irgendwie neuerer Motor drin schlummert, weil ich würde vom Lenkrad her sagen, ist auf jeden Fall was Neues drin. Das war's von den PS-Days. Bombenwetter, Bombenstimmung. Danke, dass ihr alle da wart. War wirklich mal wieder ein geiles Event. Für mich das besonders an Event, definitiv hinter uns die Showstrecke. Das war einfach eine geile Nummer. Wir hatten jede Menge Spaß. Man kann endlich mal die Autos hören. Deswegen danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Achso, ihr kriegt noch einen kleinen Porn zum Abschluss jetzt.